hier mitten im idyllischen Salzburger Stadtwald treffen Spaziergänger manchmal auf eine Art, deren Lebensweise der Wissenschaft noch immer Rätsel aufgibt. Die Brainrunner. Da geht's halt zu. Professor Dr. Toby Broadpair, der in Venedig an der Della Costa Universität für angewandte Verhaltensauffälligkeit lehrt, hat sein Lebenswerk der Erforschung dieser seltsamen Spezies gewidmet. Wir können heute mit Bestimmtheit behaupten, dass diese Spezies sich gerne in kleinen Rudeln gruppiert. Damit können sie sich sogar bei großen Menschenansammlungen in Städten sehr gut orientieren. Ein ähnliches Verhalten beobachten wir in der Natur, in ihrem angestammten Lebensraum, auch immer wieder auf größeren Lichtungen oder Wiesen, während wir sie in Hochwald und Dickicht interessanterweise meistens auf sich alleine gestellt finden. Heute sind wir hier mitten in der Natur und beobachten die Brainrunner bei einem ihrer rituellen Treffen. Es lässt sich hier sehr gut die gewissenhafte Vorbereitung und das Anlegen der speziellen Kleidungsstücke erkennen. Wir haben noch kein hundertprozentiges Verständnis für die Bedeutung der Vorgänge hier im Wald, vermuten aber, dass es sich im Wesentlichen um Beschwörungen der Naturgeister handelt. In spezieller Kleidung laufen die Brainrunner mit Hilfe von bunten Kärtchen und lustigen Uhren, die nur einen Zeiger haben, zu ganz bestimmten Punkten im Gelände, wo sie eine Art Elfenfinger in ein kleines Döschen stecken, das oberhalb eines rot-weißen Stofflampions angebracht ist. Gelingt ihnen das besonders rasch, scheint sie das sehr glücklich zu machen. In den letzten 15 Jahren habe ich mich so weit assimilieren können, dass mich die meisten Mitglieder des Rudels akzeptieren. Ich habe ihre Sprache gelernt und konnte in jüngster Zeit sogar manche Subjekte so weit trainieren, dass sie den gewohnten Handlungsablauf im Wald komplett veränderten. Dr. Broadpair kann sich mittlerweile ganz natürlich mitten unter den Brainrunners bewegen und wird von ihnen voll akzeptiert. Wie Sie sehen können, haben wir hier ein sehr kleines weibliches Wesen. Sie fürchtet sich überhaupt nicht vor mir, das ist eigentlich sehr seltsam. Normalerweise reagieren diese Wesen sehr nervös und fliehen sofort. Sie bleibt ganz ruhig und macht gar nichts. Sehen Sie, sie kommen zu mir und fürchten sich überhaupt nicht. Ja, wir können hier ganz ein altes Wesen sehen. Dieser Typus dürfte ein bisschen älter als die anderen sein. Ja, und sie tragen auch ihre Kleinen am Rücken des Körpers mit einer seltsamen Vorrichtung, so wie Kängurus, nur eben auf der anderen Seite. Andere, denen vielleicht kalt ist, tragen sehr seltsame Hüte. Ja, und sie versuchen damit, die kleineren und die weiblichen Wesen zu beeindrucken. Ja, und schauen Sie, da kann etwas Aggression auch sein. Er hält mich vielleicht für einen Konkurrenten, eine Art Konkurrent, der in sein Rudel eindringen will. Ja, und hier, Sie haben offensichtlich auch so eine Art Tiere, die Ihnen helfen. Wir haben das auch schon bei anderen so gesehen. Ja, und das ist eigentlich ein ganz normaler Hund. Und Sie halten ihn sehr eng im Rudel. Kleine gibt es überall hier. Offensichtlich benutzen sie Maschinen, um Energie zu erzeugen. Sie haben auch so eine Art Sozialleben. Gut, also wir werden versuchen, möglicherweise noch ein paar andere Spezialitäten dieser Art herauszufinden. Und wir werden sie beobachten, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Okay, gehen wir.
Pictures. So, liebe Zuseher, das ist in der Tat alles, was wir derzeit über die interessante Spezies der Brainrunner wissen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich auf ein Wiedersehen.